Was geht, meine lieben Freunde? Guten Tag, willkommen zu einem weiteren. Ja, es ist ein Vlog. Es ist ein Vlog, ein ganz großer. Thomas, lass gut sein. Lass gut sein. Einen ganz großen Applaus hier für mich, meine Freunde. Seitdem diese Spiele in mein Leben gekommen ist, gab es tatsächlich weniger Vlogs und Real-Life-Content. Ich bin weniger draußen gewesen als in den letzten 20 Jahren meines Lebens. Deshalb, meine Freunde, habe ich jetzt gesagt, nein, so geht's nicht weiter. Wir fahren nämlich jetzt zu einem ganz, ganz besonderen Spot. Ein Spot, wo ich tatsächlich, glaube ich, meine komplette Jugend verbracht habe, beziehungsweise den Großteil meiner kompletten Jugend. Mittlerweile sind Jordi, Mo, Mokuba und Wavy. Wir fahren ein bisschen an den Badesee. Und ich dachte mir einfach, Leute, ihr schreit mich immer voll. Also habe ich mir gedacht, okay, komme ich dir bitte gerne nach. Es ist ungefähr 26, 27 Grad draußen, leicht schwül. Das Wetter ist trotzdem ganz gut. Und ich hoffe mal, Leute, dass der Spot, wo wir jetzt hinfahren, immer noch so cool ist wie früher. Denn man kennt das vielleicht, man fährt halt irgendwo hin, wo man dachte, es war früher saugeil und kommt dahin und es ist extrem kacke, weil man einfach älter geworden ist. Ich hoffe mal, dass es gleich nicht eintritt. Ich hoffe mal, dass das Seil noch hängt, was wir in den Baum gemacht haben, wo man reinschwingen kann. Ich war früher so ein richtiger Country-Naturbursche, Leute. Glaubt man von mir, zocken der Mistgeburt gar nicht, aber es ist so. Und dahin nehmen wir euch jetzt mit, aber ich fahre jetzt erstmal ins Büro und hole Jody und Mo ab. Guck mal, wen ich gefunden habe. Wir waren gerade noch Lecky einkaufen. Und jetzt fahren wir. Italien, oder? Wir fahren jetzt zum Badesee. So, wir sind fast da. Und Jody, was sagst du bis jetzt zum Land? Schön, ich liebe es am Land. Ist immer toll. Echt? Ich bin immer gerne hier. Ja. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Es gibt ja. Oh Gott, da kommt ein Bus. Oh Gott, mit dem Bus bin ich früher bestimmt mal gefahren, Alter. Den kenne ich. Der Busfahrer, das ist der Heinz. Heinzen. Der Heinzen. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr herkommt, eher Stadt oder Land. Internet. Ja, hier gibt es kein schönes Internet. Braucht es auch nicht. Ist alles gemütlich. Mo, wie findest du das Landleben? Schön. Findest ich habe auf dem Land mal gewohnt. Also Leute, sehr schön. Ohne Witz, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Stadt oder Landkind seid. Und vor allen Dingen, wenn ihr Landkind seid, was ihr daran so feiert. Weil ich kenne einfach so viele Leute, die sagen, ich finde es so kacke am Land. Und, aber sie wissen es halt nicht, weil sie es halt nicht gemacht haben. Sie wissen halt nicht, wie es ist, am Land zu wohnen. Also, ich habe nicht am Land gewohnt, aber so ein Thomas zum Beispiel, der kommt vom Land. Gut, wir warten auf den Rest. Ciao. Okay, wir sind angekommen, Leute, und hier sind überall einfach Kühe gewesen und da saßen wieder so alte Leute auf der Bank wie früher. Boah, ich fühle mich gerade, als wäre ich 14, Alter. Ist so schön. Was geht ab? Schau rein. Ist dein Ernst? Du hast so einen Stuhl dabei? Lifestyle. Oh, Leute, ich schwöre, ich habe auf dem Parkplatz früher hier alles habe ich gemacht, also die ersten drei Sachen nicht, aber sonst habe ich hier wirklich alles gemacht. Ich habe hier Apfelschorle getrunken. Das war's. Okay, wir müssen jetzt hier runterlaufen. Das ist halt richtig scheiße. Soll ich irgendwas nehmen noch? Gib mir mal den Stuhl, dann nehme ich den Stuhl in die Tasche. Uff. Oder, also hier ist halt nicht befestigt oder so, ne? Aber es ist halt so schön, weil hier ist einfach keiner. Es sind halt drei andere Leute maximal. Und wenn das Seil noch da ist, weil wir haben nämlich vor, vor gefühlt ein paar Jahren hat mal jemand ein Seil da an das Ding dran gebaut und das war halt so ein Seil, womit man sich ins Wasser schwingen konnte. Es gibt so einen Baum, wo man ins Wasser springen darf, kann, nicht darf. Es gab mal ein Schild, da stand Schwimmen verboten, das hat dann einfach jemand abgerissen und dann war es irgendwie wieder erlaubt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber guck mal, Leute, ist es nicht schön? Ich bin so damn froh, dass ich meine Pollenallergietabletten genommen habe, weil sonst würde ich hier auf jeden Fall verrecken. Es erinnert mich echt immer wie so Bayern oder sowas hier. Keine Ahnung, Mann, ist einfach nur geil. Guck mal, hier ist die Wiese und das sind alle Badegäste. Und da steht sogar Schwimmen verboten. Naja, gut, das Schild ist wieder da. Guck mal, Leute, ist das nicht unendlich schön? So geistkrank schön. Wir gehen gleich ins Wasser, oder? Gehst du mit ins Wasser? Gehst du mit ins Wasser? Ja. Ist krank kalt, ne? Egal. Ja? Easy. Oh yes. Grill is on, grill is on. Gleich wird gegrillt. Okay, wie läuft's? Der König vom See hat mir gerade viel Spaß gewünscht. Ich habe einen Grillstock. Ich fühle mich gerade wieder, als wäre ich 14, Alter. Ich hätte jetzt richtig Bock, Stock zu nehmen und meinen besten Freund. Also ich habe den gerade nicht hier, aber ich habe einfach dich geschlagen. Bin ich nicht dein bester Freund? Nee, bist du nicht, aber ich kann dich trotzdem. Zweitbester Freund? Ja, okay, wenn du jetzt mein bester Freund bist, hau ich dich mit dem Stock kaputt. Nein, komm mal her kurz, komm mal her. Guck mal, verboten. Da steht Grillen. Grillen, ja, die Tiere sind hier verboten. Ach so, okay. Ey, Leute, schaut mal hier. Sieht's nicht unglaublich geil aus? Schaut mich bitte an, ich bin König der Eimer in Samanakholm. Ich bin der heftigste Griller, oder? Yeah, yeah, Vlog live, Vlog live, Vlog live. Hör bitte auf. Darf ich einmal deinen Nippel? Ganz vorsichtig, okay? Hallo, guck mal. Bitte? Ich hab vier Nippel. Ich schwör auf alles. Warte mal, was? Wir haben jetzt gegessen, Leute, und gleich geht's ins Wasser. Das Problem ist, ich habe eben schon gesehen, dass das Seil, wie gesagt, leider weg ist, aber es gibt noch so einen Spot da oben an dem Baum, da kann man runterspringen. Das macht richtig, richtig Bock. Wasser ist auf jeden Fall krank kalt hier. Ich glaube, das Wasser hat irgendwie 17 Grad oder so. Aber das Problem ist, dass wir alle pinkeln müssen, deshalb müssen wir auch ins Wasser. Du musst groß, oder? Ich wollte gerade sagen, ich muss pinkeln. Musst du auch groß? Musst du groß? Kann man im Wasser machen, ist kein Ding, Bro. Ich würde sagen, Kamera lasse ich gleich da, aber Jody filmt ein bisschen, wie wir im Wasser schwimmen und so.
So, Freunde, neuer Tag, gleiches T-Shirt, gleiches Outfit, immer noch fett geschwitzt von gestern. Jetzt geht es nämlich ganz woanders hin und zwar, oh, ich laufe gerade rückwärts, weil läuft gerade was auf dem PC durch, was ihr nicht sehen dürft. Von einem kleinen Spezialprojekt, was euch in Fortnite demnächst erwartet. Das hättet ihr schon gesehen, wer dabei war, will ich natürlich nicht spoilern. Jedenfalls, meine Freunde, gehen wir jetzt zu der Bam School und dann wird Julian Bam höchstpersönlich uns das Tanzen lehren, Leute. Ja? Ich habe gedacht, ich packe diese zwei Tage einfach irgendwie in einem Vlog zusammen. Ich habe keine Ahnung, was daraus am Ende entsteht, aber ich glaube, das wird jetzt ganz lustig. Ich war extra heute nicht beim Sport, meine Freunde, weil mir sowas halt immer ständig passiert. Deshalb dachte ich mir, vielleicht ist Tanzen ja so eher mein Ding. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob man aus mir Bewegungsspastiker irgendwas machen kann. Wir sehen uns gleich dort vor Ort. Tschüssi! Guck mal, wie ich getroffen habe, Jody. Und die beiden, hey, na? Schüppelvlog, was mit dir, warum vloggst du nicht? Ich habe alles vergessen. Du bist dumm. Du bist dumm. Zebra. Hey, jetzt lernen wir für den Fortnite Dance Moves. Dab kann ich schon. Guck mal, Annika ist auch hier. Okay, da halt nicht. Schaut mal hier, Leute. Wir haben hier Trikots und wir haben auch eins bekommen. Das ist umsonst. Und jetzt habe ich alles, was ich umsonst haben will. Jetzt gehe ich wieder. Ciao, Annika. Mach's gut. Ja. Ah, Toni, Alter. Das ist wieder so unnötig, dass er eingeladen worden ist. Das hätte man sich auch einfach sparen können, ganz ehrlich. Orange Justice. Je. Wie viel Euro ist dein Outfit wert? Ich hab's geglaubt, keine Ahnung, Bruder. Wie, weißt du nicht? Was bist du für ein scheiß YouTuber, Digga? Komm, auf, wie viel Euro ist dein Outfit wert? Hier Rolex. 20 eigentlich, aber ich hab Bluetooth. Wie viel Euro ist dein Outfit wert? 2,30. Geht es dir? Wie viel ist dein Outfit wert? Wie viel ist mein Outfit wert? Ja. Ich würde sagen, Schuhe 20.000. Mhm. Ja, der Rest. Super, danke. Wie viel ist dein Outfit wert? Nee, wirklich schon wieder. Ja, verpiss dich, komm, dich will ich hier nicht drin haben. Alter, ist einfach im Space. Boah, ey. Guck mal, das ist wie im Universum. Schmilzstraße. Kann nicht rechnen. Doch. Nein, nein. Auf wen stehst du so? Soll ich gleich sagen? Ja. Sag. Eigentlich Shirin David, aber die kommen nicht. Hat er gerade Shirin David gesagt? Tadel, kannst du uns kurz eine Roomtour geben? Natürlich, kommt mit. Seht ihr diesen Raum? Wie heißt der? Das ist der Saxophonraum. Saxophonraum. Denn du siehst, hier ist ein großer schwarzer Mann mit Saxophon. Da ist aber eine Balletttänzerin. Ja, aber die ist klein. Kannst du mir die Toilette zeigen, Tadel? Da. Tadel, da ist keine Toilette. Du bist gar nicht Tadel, ne? Danke. Hast du es gesehen, weil ich hier das kein blaues Tattoo? Nee, an deinen blauen Haaren, weil deine blauen Haare eine andere Haarfarbe sind als deine. Danke, Mann. Möchtest du mir ganz kurz was über die BAM School erzählen? Ganz kurz was über die BAM School erzählen? Was willst du wissen? Also die BAM School ist eine Schule, wo man tanzen kann mit einem Asiaten in den BAM. Tada! Lisa und Lena. So cool. Hallo? Hi, na? Könnt ihr denn tanzen? Ja, mach mal. Ich wurde aus dem Bild gedreht. Mach euch ohne Musik. Mach euch ohne Musik. Einfach ohne Musik. Eine Choreo. Ohne Musik? Ja. Musik? Ohne Musik. Das Album kommt im September. Okay, das hat jetzt einen echt unangenehmen Turn genommen. Hi Kelly, na? Ja, besser ist das bei dem Face, ne? Guck mal, der Raum ist doch perfekt für LSD, oder? Oh. Oder? Eigentlich schon, ja. Aber? Was sagen wir zu Drogen? Nein, nein, Finger weg. Und sonst ist der YouTube-Kanal ganz schnell? Gelöscht. Genau. Super. Keine Drogen, Kinder, aber es ist echt ein schöner Raum, wirklich. Mikey, yes. Kannst du tanzen? Nein, kannst du nicht. Ju, kannst du mir ganz kurz helfen? Warte, ich leg mich jetzt mal hin. Du hast mit mir Breakdance. Yeah.
Und dafür habe ich zwei Leute an meiner Seite, und zwar Ray, der mich auch damals unterrichtet hat. Habt ihr viel zu anstrengend, oder? Oh mein Gott. Sollen wir gehen? Ja, lass mal gehen. Hey Jody. Ja. Hast du das alles gefilmt? Oh ja. Darf ich bitte ein bisschen, nur ein bisschen? Ich such dir die Besten raus, wo du am besten bist. Danke. Also gar keine. Fress jetzt. Schlecht getanzt, Alter. Es war richtig unangenehm, wie du getanzt hast. Ja, ich war richtig gut. Kelly, kannst du kurz sagen, wie es dir gefallen hat? Super, ich habe jetzt endlich tanzen gelernt. Regina, was sagst du dazu? Ich habe auch endlich tanzen gelernt. Aha, okay. Und Jody? Das haben wir selber immer gesagt. Das haben wir gelernt heute. Mach mal Abmoderation. Ciao.